dann auch traurige Szenen, die vielleicht auch daher, dass man also dokumentiert hat, was in der Band so vor sich ging. Da muss man schon sagen, aber auch wirklich mal an die Bar. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich damals in den Plattenladen kam, um mir das neueste Werk von Papa 81 zu kaufen, The Visitors, und habe mir das Album angeschaut. Seltsame Stimmen, ne? Also das Cover ist relativ dunkel gehalten. Die einzelnen Mitglieder sind nicht mehr als Einheit zusammen, sondern jeder steht oder sitzt an einem anderen Platz. Und da hat man dann schon gemerkt, dass nicht alles wie früher man ist. Und das war eine düstere Stimmung als einfach. Wir hatten das Gefühl, dass uns die Kraft ausgeht. Wir hatten im Studio nicht mehr so großen Spaß wie früher. Und wir haben gesagt, wenn das passiert, und es wird passieren, dann lasst uns eine Pause.